Ich heiße Rebecca, ich wohne seit 10 Jahren in Berlin, komme aus dem Norden und ich werde am 14. Februar tanzen, weil ich merke, dass sozusagen einfach die Gewalt, die an Mädchen und Frauen auch immer noch ausgeübt werden, halt mich ganz persönlich einschränkt. Ich fühle mich sozusagen beschränkt in all dem, was ich tue, weil ich sozusagen, egal wohin ich gehe, egal was ich mir anziehe, egal mit wem ich rede, ich irgendwie immer diesen Gedanken dabei trage, ich bin eine Frau, mir könnte etwas angetan werden und vor allen Dingen auch, ich bin eine Frau, mir wurde nie beigebracht, wie ich mich zu wehren habe. Und das ist es halt so, Männern wird sicherlich auch Gewalt angetan, aber Männern wird auch beigebracht, Gewalt anzutun und irgendwie habe ich das Gefühl, sind sie sozusagen, sie sind halt nicht nur Opfer und Frauen wird irgendwie nur dieses, du musst dich halt schützen dadurch, dass du irgendwo nicht hingehst, dass du irgendwas nicht tust, es ist sozusagen nie der aktive Schutz, der uns beigebracht wird und ich merke halt, an mir selbst, aber auch irgendwie an all meinen Freundinnen, meiner Mutter, weiß ich nicht, an allen Frauen, die mich so in meinem Leben begleiten, wie einschränkend es das ist. Und letztendlich aber auch, wie einschränkend das für Männer ist, weil sie irgendwie, weil es eigentlich nie eine, in ganz vielen Beziehungen zwischen Männern und Frauen immer diesen Moment gibt, sozusagen, der Mann kann halt niemals eine wirkliche Vertrauensperson für eine Frau sein, weil er halt im Zweifel zwar immer auch der Aggressor sein kann. Und das finde ich eigentlich schade. Und ich glaube halt, wenn Gewalt gegen Mädchen und Frauen endlich aufhört, sowieso Gewalt gegen alle, aber gerade gegen Mädchen und Frauen, dass es uns einfach ein ganz großes Stück Freiheit zurückgeben wird. Und da halt auch eine Freiheit in den Beziehungen zueinander, weil einfach die Angst nicht mehr da sein wird.